In diesem Video erfährst du etwas zum Thema Energie. Diese Präsentation ist von Thorsten Butsch. Heute assistiere ich ihm und erzähle euch bzw. dir etwas zum Thema Energie. Energie hat so viele Erscheinungsformen. Daher will ich nur beispielhaft ein paar Begegnungen mit der Energie aufzählen. Morgens, wenn du aufwachst, hast du vielleicht das Licht eingeschaltet. Das ist das erste Mal am Tag, an dem du eine Energiewandlung in Gang gesetzt hast. Rechts neben mir siehst du Bilder von Essen. Mit der Nahrung nimmst du einen Energieträger auf. Obwohl ich meine Energie in Form von elektrischer Energie aufnehme, so speichere auch ich meine Energie in den Akkus in chemischer Form. Wenn man hinfällt, stürzt oder etwas auf den Fuß fällt, redet man oft von der Wucht des Aufpralls, meint aber in der Regel die Energie, die im schlimmsten Fall zu Verletzungen führt. Auch ich kann leider hinfallen und mir etwas brechen. Und natürlich wird auch in den Medien viel über die Energieversorgung der Zukunft gesprochen. Energie ist eine fundamentale physikalische Größe. Sie spielt in allen Teilgebieten der Physik sowie in der Technik, Chemie, Biologie und der Wirtschaft eine zentrale Rolle. Man misst sie in Joule, abgekürzt mit einem J. Leider ist es gar nicht so einfach, ohne weitere Fachbegriffe zu erklären, was Energie eigentlich ist. Daher will ich hier einmal versuchen, dies anhand der Entwicklung des Begriffes Energie in der Geschichte greifbar zu machen. Das Wort Energie kommt tatsächlich aus dem Griechischen und bedeutet dort Wirksamkeit. Aristoteles dachte an eine Wirkkraft, durch die Mögliches in Seiendes übergeht. Da die Griechen ihre Erkenntnisse aus guter Beobachtung der Natur gewonnen haben, dachten sie vermutlich beispielsweise an ein Blatt, das vom Baum fallen kann. Extra in den Wald gefahren mit dem Fahrrad. Die Griechen, die waren, sagen wir mal so salopp gesagt, haben von Beobachtungen gelebt. Erst mit Galileo Galilei, das war so 16. 17. Jahrhundert, hat man erst angefangen, Experimente praktisch gezielt als Frage an die Natur einzusetzen. Und daher ist es auch zu verstehen, warum die als erstes, was die Energie angeht, sehr viel mit Beobachtung und Kraft gearbeitet haben, weil das ist halt etwas, was man halt sehen kann. Und es ist Herbst, das heißt, an diesen Bäumen, naja, sind noch ziemlich grün für Herbst, aber da gibt es halt Früchte oder Samen und die können runterfallen. Praktisch Mögliches wird zu Seiendem. Das heißt, die haben die Möglichkeit runterzufallen und sozusagen die, ja, was die halt noch Kraft genannt haben, aber eigentlich Energie gemeint haben, macht oder sorgt dafür, dass sie halt dann früher oder später runterfallen. Und was hier aber noch sehr schön ist, und deswegen habe ich genau diesen Platz ausgewählt, die Bäume, die sahen, wie gesagt, potenzielle Energie, also hat die Möglichkeit runterzufallen. Kinetische Energie in dem Moment, wo es praktisch fällt, wird es ja immer schneller, hat Geschwindigkeit. Und hier gibt es sogar, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Griechen das schon auf dem Schirm hatten, diese Pflanze hier, das ist Springkraut. Das heißt hier, leider bin ich zu früh, das sind die Sämereien. Und die haben halt die Eigenschaft, wenn sie reif sind und irgendwas kommt dran, dann ist das wie so eine gespannte Feder, die dann ja den Samen ganz weit wegschleudert. Und damit ein schönes Beispiel für Spannenergie. Hier das Ganze nochmal im Bild. Hier ist die Samenkapsel noch intakt und wenn sie denn reif ist, die steht ja unter Spannung,
dann rollt die sich so zusammen, wenn etwas dagegen kommt, und dabei werden die Samenkörnchen weit weggeworfen. Du kannst ja im Herbst jetzt mal drauf achten, wenn du im Wald spazieren gehst. Das Springkraut gibt es eigentlich fast überall. Leibniz entwickelte die Vorstellung, die unserer heutigen Vorstellung von Lagenergie und Bewegungsenergie entspricht. Objekte haben also Energie aufgrund ihrer Lage oder ihrer Bewegung. Allerdings verwendete er den Begriff Energie nicht. Dieser Physiker hier ist eigentlich für seine Experimente zur Interferenz bekannt, die der Wellentheorie des Lichtes zum Durchbruch verhalfen. Er versuchte bereits 1800 den Begriff Energie einzuführen. Dieser setzte sich allerdings nicht durch. Energie war immer noch sehr mit dem Begriff Kraft verknüpft. Daher war die Definition der mechanischen Arbeit dieser beiden Herren ein wichtiger Schritt. Die Arbeit hat heute die gleiche Einheit wie die Energie. Allerdings ist die Arbeit, also die Kraft entlang eines Weges, ein Prozess. Dieser Prozess führt zu einer Zustandsänderung, also einer Änderung der Energie. Ich muss also arbeiten, um etwas hochzuheben. Dafür hat der Gegenstand dann Lagenergie hinzugewonnen. Und zwar genauso viel, wie ich vorher gearbeitet habe. Aus diesem Grund sind die Begriffe Arbeit und Energie eng verknüpft. Trotz der wichtigen Arbeit zum Begriff Arbeit kam auch bei diesen beiden Herren der Begriff Energie noch nicht vor. Energie ist eine Erhaltungsgröße. Also die Menge an Energie in einem System ist immer gleich und kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Dieser heute unter dem Namen Energieerhaltungssatz bekannte fundamentale Zusammenhang wurde von den drei hier abgebildeten Herren entdeckt. Allerdings kam in ihrer Originalfassung das Wort Energie gar nicht vor. Sie verwendeten Begriffe mit dem Wort Kraft. Beispielsweise den Begriff Fallkraft statt Energie. Endlich kam der Begriff Energie. Möglich machten es diese beiden Herren. Allerdings war dieser Schritt weit mehr als nur ein Wort und eine Ablösung der bis dahin verwendeten Kraftbegriffe. Denn dies ist eine Verallgemeinerung für alle Bereiche der Physik, denn es gibt natürlich nicht nur mechanische Energie. Wer kennt nicht die berühmte Formel von Einstein, die er im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie 1905 formulierte? Doch ihre Bedeutung ist unfassbar. Energie und Masse sind äquivalent. Wenn zwei Atome miteinander verschmelzen oder auch ein Atom zerfällt, so ist die Masse der Ausgangsprodukte nicht gleich der Masse der Endprodukte. Massendefekt nennt man das. Die Masse ist aber nicht weg, sondern jetzt Energie. Max Planck schlug wohl mit eines der spannendsten Kapitel in der Physik mit der Quantenphysik auf. Er entdeckte den Welle-Teilchen-Dualismus. Licht hat sowohl Teilchen- als auch Wellencharakter. In der Welt der Quanten gibt es eine kleinste Menge an Energie. Dieses kleinste Energiepaket ist H, das Planck'sche Wirkungsquantum. Alle größeren Energiemengen sind ganzzahlige Vielfache dieses Energiepaketes. In unserer makroskopischen Welt spielt dies allerdings keine Rolle. Heute nutzen wir gerne Begriffe wie Energieerzeugung und erneuerbare Energien. Diese haben mit dem physikalischen Begriff Energie nichts zu tun. Sie widersprechen der Energieerhaltung. Jetzt weißt du, dass man Energie im weitesten Sinne als Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, bezeichnen kann. Auch war in der Entwicklung des Begriffes Energie dieser sehr mit der Kraft verknüpft. Doch welche Energieformen gibt es denn eigentlich? Mechanische Energie? Wie ich bereits erzählt hatte, kann ein Objekt Energie aufgrund seiner Bewegung oder seiner Lage haben.
Bei der kinetischen Energie ist auffällig, dass die Geschwindigkeit im Quadrat steht. Doppelte Geschwindigkeit ist vierfache Energie. Dementsprechend wären auch die Folgen bei einem Unfall. Die potenzielle Energie hat quasi die gleiche Formel wie die Arbeit. M mal G ist eine Kraft, und Kraft entlang eines Weges ist Arbeit. Die Formel für die Spannenergie gilt für eine Feder, deren Kraft proportional zur Auslenkung ist. Man kann aber auch durch Torsion bzw. Verdrehung einer Feder oder eines Drahtes Energie speichern. Elektrische Energie kann im elektrischen Feld eines Kondensators gespeichert sein, oder im magnetischen Feld einer Spule. Wenn elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt wird, so kann die Arbeit mit der untersten der rechten Formeln berechnet werden. Innere Energie. Den Massendefekt bzw. die Äquivalenz von Masse und Energie habe ich im geschichtlichen Teil bereits erwähnt. Thermische Energie ist auch eine Form der Energie. Um einen Stoff zu schmelzen, also von fest nach flüssig, oder zu verdampfen, also von flüssig zu dampfförmig, braucht es Energie. Umgekehrt wird diese wieder frei. Denke zum Beispiel an die Taschenwärme, in denen eine Flüssigkeit wieder fest wird und dabei Energie in Form von Wärme abgibt. Möchtest du einen Topf mit Wasser erhitzen, so braucht es Energie, welche dann im Wasser gespeichert ist. Das ist die Wärmekapazität. Und zum Schluss haben wir noch die chemische Energie. Dies kann die Batterie sein, oder auch Benzin, Kohle oder Holz, das beim Verbrennen seine Energie in Form von Wärme freisetzt. Strahlungsenergie. Beim Übergang von Elektronen in einem Atom von einer Schale auf eine andere braucht es Energie oder es wird Energie in Form von Strahlung abgegeben. Da je nach Atom dieser Energie Lücken zwischen den Schalen, wie eine Art Fingerabdruck sind, kann man bei jedem Element die Absorption oder Emission von ganz bestimmten Wellenlängen beobachten. Liegen sie im sichtbaren Bereich, so sind dies ganz bestimmte Farben. Kommen wir zum Ende. Alltägliche Begriffe wie erneuerbare Energien, Energieerzeugung oder Stromverbrauch stehen im Widerspruch zu der Vorstellung, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann, was ein wesentlicher Bestandteil des physikalischen Energiebegriffes ist. Im weitesten Sinne kann man sagen, Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten und zum Schluss noch etwas Interessantes zum Angeben. Die Sonne verbraucht die hier genannte Masse pro Sekunde und wandelt sie in Energie um. Das sind ca. 4 Milliarden Kilogramm in jeder Sekunde. Dies geschieht im Wesentlichen durch die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Ja, Energie ist eine spannende Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du ja einen Like dalassen. Kommentare und Fragen sind auch gerne gesehen.